Hallo zusammen, ich bin Zhang Jin. Die Menschen wissen, dass die großen Katastrophen schon da sind. Und manche warten gespannt, dass der Herr auf eine Wolke kommt. Nach jahrelangem Warten haben sie ihn immer noch nicht herbeikommen sehen. Dafür sehen sie, wie der östliche Blitz das Urteilswerk des allmächtigen Gottes der letzten Tage bezeugt, was sehr enttäuschend für sie ist. Sie hatten gehofft, direkt nach droben entrückt zu werden, um den Herrn zu treffen, und nie gedacht, dass eine Rückkehr dem Urteilswerk gilt. Doch sie akzeptieren es nicht. Viele Leute folgen den Antichristmächten der religiösen Welt und verdammen Gottes Erscheinen und Wirken. Sie denken, unsere Sünden sind uns vergeben, Gott sieht uns als gerecht an, wir brauchen Gottes Gericht nicht. Wir warten darauf, dass der Herr uns in sein Königreich bringt, wo wir Segnungen genießen. Sie klammern sich an ihre Vorstellungen und erforschen den wahren Weg nicht, weshalb sie den Herrn noch nicht begrüßt haben, sondern den Katastrophen anheimfallen. Damit erfüllen sich die Worte des Herrn Jesus. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Aber viele lieben die Wahrheit. Als sie die Worte des allmächtigen Gottes lasen, sahen sie deren Macht und Autorität, dass sie die Wahrheit sind. Sie erkannten Gottes Stimme und gaben ihre Vorstellungen auf. Sie erforschten den wahren Weg. Als erstes fragten sie, wozu noch Gottes Urteilswerk? Denn Gott habe ihre Sünden doch vergeben, erachte sie als gerecht. Wie reinigt und rettet Gott die Menschheit in den letzten Tagen damit? Dies sind die beiden wichtigsten und verwirrendsten Fragen, die jeder, der den wahren Weg erforscht, klar verstehen sollte. Beginnen wir damit, warum Gott in den letzten Tagen das Urteilswerk tun muss. Für viele religiöse Menschen ist das verwirrend. Sie denken, der Herr hat uns die Sünden längst vergeben, für ihn sind wir nicht mehr sündig, wir können direkt in sein Königreich geholt werden und brauchen Gottes Gericht nicht. Das ist ein großer Irrtum. Ja, der Herr vergab die Sünden der Menschen, aber bedeutet diese Vergebung auch, dass wir somit gereinigt wurden? Bedeutet es, dass wir uns Gott wirklich unterworfen haben? Oh nein. Wir alle erleben es tagtäglich. Obwohl unsere Sünden vergeben sind, leben die Gläubigen ausnahmslos in einem Kreislauf aus Sünde und Beichte. Tagsüber sündigen sie und abends wird dann gebeichtet. Sie scheitern beim Versuch, die Gebote des Herrn Jesus einzuhalten. Sie scheitern beim Versuch, sich ihm zu unterwerfen. Sie wollen Gutes tun, können aber Lüge und Sünde nicht sein lassen. Sie schaffen es nicht, wie sie sich auch beherrschen. Viele haben das Gefühl, das Fleisch sei verdorben und das Leben in Sünde sei schmerzhaft. Warum also können sich die Menschen nicht aus den Fesseln der Sünde befreien? Warum können wir nicht anders als dauernd zu sündigen? Es liegt an der Natur des Menschen und seinen satanischen Dispositionen. Sie sind die Wurzel aller Sünde. Gehen wir diese nicht an, dann werden wir die Sünde nie los, sondern widersetzen uns Gott und stehen ihm feindselig gegenüber. Erinnert euch an die Pharisäer, die seit Generationen gläubig waren und Sündopfer darbrachten. Als Gott Jehova in Gestalt des Herrn Jesus Fleisch wurde und viele Wahrheiten ausdrückte, erkannten sie den Herrn Jesus nicht als die Erscheinung von Gott Jehova, sondern verdammten und verurteilten ihn und ließen ihn sogar kreuzigen. Warum? Wo lag das Problem? In den letzten Tagen ist der allmächtige Gott gekommen,
Doch viele religiöse Menschen weigern sich, sich damit zu befassen. Sie verdammen ihn, lästern wild gegen ihn und sind entschlossen, Gott abermals zu kreuzigen. Was hat das alles zu bedeuten? Es zeigt deutlich, ihre satanische Natur beherrscht sie, trotz der Sündenvergebung. Sie können Gott stets verurteilen und ihm trotzen. Die Sündhaftigkeit der Menschen ist nicht nur eine Frage sündiger Taten. Sie ist so schwerwiegend, dass sie Christus, der die Wahrheit ausdrückt, kreuzigen wollen. Sich gegen Gott und die Wahrheit stellen, gegen Gott handeln und arbeiten und seine Feinde werden. Wie könnten solch schmutzige und verdorbene Menschen seines Königreiches würdig sein? Gott ist gerecht und heilig, und seine Disposition ist unantastbar. Werden solche, denen vergeben wurde, nicht durch das Werk des Gerichts gereinigt, widersetzen sie sich weiterhin Gott, werden sie des Königreiches Gottes niemals würdig sein, das steht außer Frage. So erfüllen sich die Worte des Herrn Jesus. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewiglich im Hause, der Sohn bleibt ewiglich. Oder in Hebräer Kapitel 12, Vers 14 steht, ohne Heiligkeit wird kein Mensch den Herrn sehen. Deshalb sagte der Herr Jesus während seines Erlösungswerkes viele Mal, er kehre wieder. Wozu ist er also hergekommen? Um Wahrheiten auszudrücken und sein Werk des Gerichts auszuführen, um die Menschheit vollständig vor der Sünde und Satans Mächten zu retten, damit wir zu Menschen werden, die sich Gott unterwerfen und ihn verehren. Dann führt er uns an ein herrliches Ziel. Der Herr Jesus prophezeite, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und wer meine Worte hört und glaubt nicht, den werde ich nicht richten, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt selig mache. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon seinen Richter. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Und, denn es ist Zeit, dass anfange das Gericht an dem Hause Gottes. Wir können sehen, dass Gott geplant hat, das Werk des Gerichts in den letzten Tagen durchzuführen. Das braucht die verdorbene Menschheit, um gerettet zu werden. Der allmächtige Gott drückt Wahrheiten aus und vollbringt das Urteilswerk, beginnend am Hause Gottes. Er ist der Geist der Wahrheit, der die Menschen leitet, in alle Wahrheiten einzutreten. Damit erfüllen sich die Prophezeiungen des Herrn Jesus. Lesen wir des allmächtigen Gottes Worte, um zu verstehen, warum Gott in den letzten Tagen das Urteilswerk durchführen muss. Der allmächtige Gott sagt, obgleich Jesus viel unter den Menschen wirkte, vollendete er nur die Erlösung der ganzen Menschheit und wurde das Sündopfer der Menschheit. Er befreite den Menschen nicht von seiner ganzen verdorbenen Gesinnung. Den Menschen völlig aus dem Einfluss Satans zu retten, verlangte nicht nur von Jesus, das Sündopfer zu werden und die Sünden des Menschen auf sich zu nehmen, sondern es verlangte auch von Gott, ein noch größeres Werk zu vollbringen, um den Menschen völlig von seiner satanisch verdorbenen Gesinnung zu befreien. Und jetzt, da dem Menschen seine Sünden vergeben worden sind, ist Gott in das Fleisch zurückgekehrt, um den Menschen in das neue Zeitalter zu führen, und hat das Werk der Züchtigung und des Gerichts begonnen. Dieses Werk hat den Menschen in ein höheres Reich gebracht. All jene, die sich seiner Herrschaft unterwerfen, werden sich an höherer Wahrheit erfreuen und größere Segnungen empfangen. Sie werden wahrlich im Licht leben und sie werden die Wahrheit, den Weg und das Leben gewinnen. Bevor der Mensch erlöst wurde, waren bereits viele von Satans Giften in ihn gepflanzt worden, und nach tausenden von Jahren unter der Verdorbenheit Satans wohnt dem Menschen eine ausgeprägte Natur inne, die sich Gott widersetzt. Deshalb handelt es sich um nichts weiter als einen Fall der Erlösung,
als der Mensch erlöst wurde, wobei der Mensch zu einem hohen Preis gekauft wird, jedoch die vergiftete Natur in ihm nicht ausgelöscht worden ist. Ein Mensch, der so verunreinigt ist, muss sich einer Veränderung unterziehen, bevor er würdig ist, Gott zu dienen. Durch dieses Werk des Urteils und der Züchtigung wird der Mensch das ihm innewohnende schmutzige und verdorbene Wesen voll und ganz in Erfahrung bringen, und er wird dazu fähig sein, sich vollkommen zu ändern und rein zu werden. Nur auf diese Weise kann der Mensch würdig werden, vor den Thron Gottes zurückzukehren. Obwohl der Mensch möglicherweise von seinen Sünden erlöst wurde und sie ihm vergeben wurden, kann dies nur so erachtet werden, dass Gott sich an die Verfehlungen des Menschen nicht erinnern kann und den Menschen nicht seinen Verfehlungen entsprechend behandelt. Wenn der Mensch jedoch, der in einem Körper aus Fleisch lebt, nicht von der Sünde befreit worden ist, so kann er nur weiterhin sündigen und endlos seine verdorbene satanische Disposition enthüllen. So ist das Leben, das der Mensch führt, ein endloser Kreislauf von Sünde und Vergebung. Die meisten Menschen sündigen am Tag, nur um dann am Abend zu beichten. Auch wenn das Sündopfer auf ewig für den Menschen gültig ist, wird es nicht in der Lage sein, den Menschen von der Sünde zu retten. Nur die Hälfte des Werks der Errettung ist vervollständigt worden, denn der Mensch hat immer noch eine verdorbene Disposition. Für den Menschen ist es nicht einfach, sich seiner Sünden bewusst zu werden. Er hat keine Möglichkeit, seine eigene, tief verwurzelte Natur zu erkennen, und er muss sich auf das Urteil durch das Wort verlassen, um dieses Ergebnis zu erreichen. Nur so kann der Mensch von diesem Punkt an allmählich geändert werden. Im Zeitalter der Gnade wurde der Herr Jesus selbst gekreuzigt und zum Sündopfer der Menschheit, und er erlöste sie von der Sünde. Unsere Sünden sind vergeben und Gott sieht uns nicht mehr als Sünder an. So können wir direkt zu Gott beten und vor ihn treten. Dass Gott uns nicht mehr als sündig ansieht, heißt nur, dass er unsere Sünden vergeben hat. Nicht, dass wir frei von Sünde sind oder gar heilig. Wir sind immer noch sündiger Natur und von satanischer Disposition. Wir müssen in den letzten Tagen Gottes Urteilswerk erleben, damit wir von unserer Verdorbenheit gereinigt und gerettet werden. Gottes Erlösungswerk im Zeitalter der Gnade ebnete den Weg für sein Gerichtswerk in den letzten Tagen. Das heißt, dass sein Werk des Gerichts auf dem Fundament des Erlösungswerkes des Herrn Jesus steht. Gottes Werk der Erlösung schloss sein Werk der Rettung nur zur Hälfte ab. Das Urteilswerk des allmächtigen Gottes in den letzten Tagen reinigt und rettet die Menschheit und ist die wichtigste Phase von Gottes Werk der Errettung. Wir müssen Gottes Gericht und Reinigung in den letzten Tagen erleben, ganz von der Sünde befreit werden, uns wirklich Gott unterwerfen und Gottes Willen tun, um seines Königreiches würdig zu sein. Ich meine, jetzt verstehen wir besser, warum Gott in den letzten Tagen sein Urteilswerk vollbringt. Einige fragen sich, wie dieses Werk die Menschheit reinigt und rettet. Sehen wir uns an, was der allmächtige Gott darüber gesagt hat. Christus der letzten Tage setzt eine Vielzahl von Wahrheiten ein, um den Menschen zu lehren, das Wesen des Menschen zu entlarven und die Worte und Taten des Menschen zu sezieren. Diese Worte umfassen verschiedene Wahrheiten, wie zum Beispiel die Pflichten des Menschen, wie der Mensch Gott gehorchen soll, wie der Mensch Gott treu sein soll, wie der Mensch eine normale Menschlichkeit ausleben sollte, sowie die Weisheit und Disposition Gottes und so weiter. Diese Worte richten sich alle an das Wesen des Menschen und seine verdorbene Veranlagung. Insbesondere werden die Worte, die aufdecken, wie der Mensch Gott verschmäht, in Bezug darauf gesprochen, wie der Mensch eine Verkörperung Satans und eine feindliche Macht gegen Gott darstellt. Wenn Gott sein Werk des Gerichts durchführt, verdeutlicht Gott nicht nur einfach die Natur des Menschen mit nur ein paar Worten. Er entlarvt ihn, befasst sich mit ihm und stutzt ihn auf lange Sicht zurück. Alle diese verschiedenen Methoden der Entlarvung, des Sich-Befassens und des Zurückschneidens können nicht durch gewöhnliche Worte ersetzt werden, sondern nur durch die Wahrheit, die dem Menschen völlig fehlt.
Nur Methoden wie diese können als Gericht bezeichnet werden. Nur durch ein derartiges Gericht kann der Mensch gebändigt werden und völlig überzeugt werden, was Gott betrifft, und darüber hinaus wahre Gotteserkenntnis erlangen. Was das Urteilswerk herbeiführt, ist die Erkenntnis des Menschen von Gottes wahrem Gesicht und von der Wahrheit über seine eigene Aufsässigkeit. Das Urteilswerk macht es dem Menschen möglich, viel Erkenntnis über den Willen Gottes zu gewinnen, über den Zweck von Gottes Werk und über die Geheimnisse, die ihm unbegreiflich sind. Es erlaubt dem Menschen auch, sein verdorbenes Wesen und die Wurzeln seiner Verdorbenheit zu erkennen und zu verstehen, sowie die Hässlichkeit des Menschen festzustellen. Alle diese Auswirkungen werden durch das Urteilswerk herbeigeführt, da das Wesen dieses Werkes eigentlich das Werk ist, die Wahrheit, den Weg und das Leben Gottes, all jenen zu eröffnen, die an ihn glauben. Dieses Werk ist das Urteilswerk, das von Gott vollbracht wird. Die Menschen können ihre eigene Disposition nicht ändern. Sie müssen sich dem Urteil und der Züchtigung, dem Leid und der Verfeinerung von Gottes Worten unterziehen. Oder Gottes Worte müssen sich mit ihnen befassen, sie disziplinieren und zurechtstutzen. Erst danach können sie Gehorsam und Ergebenheit Gott gegenüber erreichen und nicht oberflächlich mit ihm umgehen. Die Dispositionen der Menschen ändern sich unter der Läuterung von Gottes Worten. Nur durch Bloßstellung, Urteil und Disziplinieren seiner Worte und dadurch, dass diese sich mit ihnen befassen, werden sie es nicht mehr wagen, leichtsinnig zu handeln, sondern standhaft und gelassen werden. Der wichtigste Punkt ist, dass sie sich den gegenwärtigen Worten Gottes unterwerfen, sowie seinem Werk. Selbst wenn es nicht mit menschlichen Auffassungen übereinstimmt, können sie diese Auffassungen ablegen und sich bereitwillig unterwerfen. Gott hat viele Mittel, um den Menschen zu vervollkommnen. Er verwendet alle möglichen Umgebungen, um mit der verdorbenen Gesinnung des Menschen umzugehen, und benutzt verschiedene Dinge, um den Menschen bloßzustellen. In einer Hinsicht befasst er sich mit dem Menschen, in einer anderen legt er den Menschen bloß und in einer weiteren offenbart er den Menschen, gräbt die Geheimnisse in den Tiefen des Herzens des Menschen aus und offenbart sie und zeigt dem Menschen dessen Natur, indem er viele seiner Zustände offenbart. Gott vervollkommnet den Menschen durch viele Methoden, durch Offenbarung, Umgang mit dem Menschen, durch die Verfeinerung des Menschen und durch Züchtigung, damit der Mensch wissen kann, dass Gott praktisch ist. Das wirft etwas Licht auf die Frage, wie Gott sein Werk des Gerichts tut, nicht wahr? In Gottes Urteilswerk der letzten Tage drückt er vornehmlich Wahrheiten aus, um das verdorbene Wesen des Menschen und unsere satanischen Dispositionen zu richten, damit wir die Wahrheit unserer Verderbtheit erkennen, aufrichtige Reue empfinden, uns hassen und verachten sowie Gottes Worte praktizieren, dem Fleisch, Entsagen und Veränderung erreichen können. Seine Worte entlarven die Manifestationen der verdorbenen Veranlagungen der Menschen wie Arroganz, Betrug und Bosheit, die Verfälschungen und Motive unseres Glaubens und selbst unsere tiefsten, verborgensten Gedanken und Gefühle. All dies wird offenbart. Gott richtet uns persönlich. Dieses Gefühl hat, wer die Worte des allmächtigen Gottes liest. Wir erleben, wie Gott unser schmutziges, verdorbenes, abgrundtief hässliches Selbst gehörig entlarvt. Wir schämen uns so sehr, können uns nicht verstecken und sind nicht würdig, vor Gott zu leben. Während Gott den Menschen mit seinen Worten richtet, stellt er uns auch im wahren Leben bloß. Man wird uns zurechtstutzen, mit uns umgehen und durch Fakten prüfen, sodass wir nachdenken und uns erkennen. Entlarvt durch die Realität und gerichtet durch Gottes Worte, sehen wir deutlicher, wie hässlich wir sind, da wir nach unserer satanischen Natur leben. Wir sind voll Bedauern, hassen uns und entwickeln allmählich wahre Reue. Unsere verdorbene Disposition wird gereinigt und verändert. Und nun zu Worten Gottes, in denen er unsere verdorbene Disposition entlarvt. So verstehen wir, wie Gott sein Urteilswerk verrichtet. Der allmächtige Gott sagt: Meine Taten sind zahlreicher
als die Sandkörner an den Stränden. Und meine Weisheit übersteigt die aller Söhne Salomons. Dennoch sehen mich die Menschen nur als Arzt von geringer Bedeutung und unbekannten Lehrer des Menschen. So viele glauben an mich, nur damit ich sie heile. So viele glauben an mich, nur damit ich meine Kräfte gebrauche, um unreine Geister aus ihren Körpern auszutreiben. Und so viele glauben an mich, einfach nur, um Frieden und Freude von mir zu empfangen. So viele glauben an mich, nur um größeren materiellen Reichtum von mir zu fordern. So viele glauben an mich, nur um dieses Leben in Frieden zu verbringen und um in der zukünftigen Welt sicher und gesund zu sein. So viele glauben an mich, um das Leiden der Hölle zu vermeiden und die Segnungen des Himmels zu empfangen. So viele glauben an mich, nur wegen vorübergehender Bequemlichkeit, streben jedoch nicht danach, etwas in der zukünftigen Welt zu erlangen. Als ich meinen Zorn auf den Menschen herniederbrachte und alle Freude und den ganzen Frieden wegnahm, den er vormals besaß, begann der Mensch zu zweifeln. Als ich dem Menschen das Leiden der Hölle gab und die Segnungen des Himmels zurückforderte, verwandelte sich die Scham des Menschen in Zorn. Als der Mensch mich bat, ihn zu heilen, beachtete ich ihn nicht und empfand Abscheu für ihn. Der Mensch verließ mich, um stattdessen nach dem Weg der bösen Medizin und der Zauberei zu streben. Als ich alles wegnahm, was der Mensch von mir gefordert hatte, verschwand jeder spurlos. Darum sage ich, dass der Mensch an mich glaubt, weil ich zu viel Gnade erweise und es viel zu gewinnen gibt. Viele, die Gott folgen, machen sich nur Gedanken darüber, wie sie Segnungen erhalten oder Katastrophen abwenden können. Sobald das Werk und die Führung Gottes erwähnt werden, verstummen sie und verlieren jegliches Interesse. Sie glauben, dass solche langweiligen Fragen zu verstehen ihrem Leben nicht dabei helfen wird, zu wachsen oder irgendwelchen Nutzen verschaffen wird. Obwohl sie von der Führung Gottes gehört haben, schenken sie ihr daher nur wenig Beachtung. Sie betrachten sie nicht als etwas Wertvolles, das es zu akzeptieren gilt, geschweige denn empfangen sie sie als Teil ihres Lebens. Solche Menschen folgen Gott nur mit einem einfachen Ziel, und dieses Ziel ist, Segnungen zu empfangen. Solche Menschen haben einfach keine Lust, irgendetwas Beachtung zu schenken, das nicht direkt mit diesem Ziel zusammenhängt. Für sie gibt es kein Ziel, das nicht mehr gerechtfertigt ist, als an Gott zu glauben, um Segnungen zu empfangen. Genau das ist der Nutzen ihres Glaubens. Wenn etwas nicht zu diesem Ziel beiträgt, lässt es sie völlig kalt. Bei den meisten Menschen, die heute an Gott glauben, ist dies der Fall. Ihr Ziel und ihre Absicht scheinen gerechtfertigt. Denn, da sie an Gott glauben, wenden sie sich auch für Gott auf, geben sich Gott hin und führen ihre Pflicht aus. Sie geben ihre Jugend auf, verzichten auf ihre Familie und Karriere und verbringen sogar Jahre von zu Hause weg, um sich zu betätigen. Für ihr ultimatives Ziel ändern sie ihre eigenen Interessen, ihre Lebensanschauung und wechseln sogar die Richtung, in der sie suchen. Trotzdem können sie das Ziel hinter ihrem Glauben an Gott nicht ändern.
Sie eilen der Führung ihrer eigenen Ideale wegen umher. Wie weit die Strecke auch ist und wie viele Schwierigkeiten und Hindernisse sich auch entlang des Weges befinden, sie bleiben hartnäckig und furchtlos vor dem Tod. Welche Kraft zwingt sie dazu, sich weiterhin auf diese Weise hinzugeben? Ist es ihr Gewissen? Ist es ihr starker und nobler Charakter? Ist es ihre Entschlossenheit, gegen die bösen Mächte bis zum letzten Ende zu kämpfen? Ist es ihre Überzeugung, für Gott Zeugnis abzulegen, ohne auf eine Belohnung aus zu sein? Ist es ihre Loyalität, bereit zu sein, alles aufzugeben, um dem Willen Gottes gerecht zu werden? Oder ist es ihr Geist der Hingabe, mit dem sie stets auf persönliche, extravagante Ansprüche verzichten? So viel zu geben ist, was jemanden betrifft, der die Führungsarbeit Gottes nie verstanden hat, schlechthin ein Wunder. Lasst uns vorerst nicht darüber reden, wie viel diese Menschen gegeben haben. Ihr Verhalten jedoch ist unserer Analyse äußerst würdig. Könnte es außer den Vorteilen, die so eng mit ihnen verbunden sind, noch andere Gründe dafür geben, warum Menschen, die Gott nie verstehen, so viel für ihn geben? Darin entdecken wir ein zuvor nicht identifiziertes Problem. Die Beziehung des Menschen zu Gott beruht lediglich auf bloßem Eigeninteresse. Es ist eine Beziehung zwischen dem Empfänger und dem Geber von Segnungen. Um es deutlich auszudrücken, es ist wie die Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Der Arbeitnehmer arbeitet nur, um den Lohn zu erhalten, den ihm der Arbeitgeber gibt. Eine solche Beziehung beinhaltet keine Zuneigung, sondern nur Geschäftliches. Es gibt kein Lieben und Geliebtwerden, nur Wohltätigkeit und Barmherzigkeit. Es gibt kein Verständnis, nur unterdrückte Empörung und Täuschung. Es gibt keine Vertrautheit, nur eine Kluft, die nicht zu überqueren ist. Wer kann jetzt, da dieser Punkt erreicht worden ist, einen solchen Verlauf rückgängig machen? Und wie viele Menschen sind fähig, wirklich zu verstehen, wie schlimm diese Beziehung geworden ist? Ich glaube, dass keiner sich vorstellen kann, wie beschämend und unansehnlich eine solche Beziehung zu Gott ist, wenn die Menschen in die Freude des Segens eintauchen. Es wäre das Beste für euch, mehr Mühe der Wahrheit zu widmen, das selbst zu kennen. Warum habt ihr bei Gott keine Gunst gefunden? Warum ist eure Disposition für ihn abscheulich? Warum erregt eure Rede seine Abscheu? Sobald ihr ein wenig Treue gezeigt habt, singt ihr eure eigenen Lobpreise und ihr verlangt eine Belohnung für einen kleinen Beitrag. Ihr schaut auf andere herab, wenn ihr ein Minimum an Gehorsam gezeigt habt und werdet Gott gegenüber verächtlich, wenn ihr irgendeine unbedeutende Aufgabe erledigt. Um Gott zu empfangen, bittet ihr um Geld, Geschenke und Komplimente. Euer Herz tut weh, wenn ihr ein oder zwei Münzen gebt. Wenn ihr 10 gebt, wollt ihr Segnungen und ausgezeichnet behandelt werden. Es ist sicherlich beleidigend, von einer Menschlichkeit wie eurer zu reden oder zu hören. Gibt es etwas Lobenswertes in euren Worten und Taten? Diejenigen, die ihre Pflicht erfüllen und jene, die es nicht tun.
diejenigen, die führen und jene, die folgen. Diejenigen, die Gott empfangen und jene, die es nicht tun. Diejenigen, die spenden und jene, die es nicht tun. Diejenigen, die predigen und jene, die das Wort empfangen und so weiter. Alle diese Menschen loben sich selbst. Findet ihr dies nicht lachhaft? Obwohl ihr sehr wohl wisst, dass ihr an Gott glaubt, könnt ihr dennoch nicht mit Gott kompatibel sein. Obwohl ihr genau wisst, dass euch keinerlei Verdienst zuzuschreiben ist, rühmt ihr euch trotzdem weiter. Habt ihr nicht das Gefühl, dass sich euer Verstand so weit verschlechtert hat, dass ihr keine Selbstkontrolle mehr habt? Wie könnt ihr mit einem Verstand wie diesem geeignet sein, mit Gott Umgang zu haben? Habt ihr an diesem kritischen Punkt keine Angst um euch selbst? Eure Disposition hat sich bereits so weit verschlechtert, dass ihr außerstande seid, mit Gott vereinbar zu sein. Da dem so ist, ist euer Glaube nicht lächerlich? Ist euer Glaube nicht grotesk? Wie wirst du deine Zukunft angehen? Wie wirst du entscheiden, welchen Weg du einschlagen sollst? Nach mehreren tausend Jahren der Verdorbenheit ist der Mensch empfindungslos und stumpfsinnig. Er ist ein Dämon geworden, der sich Gott widersetzt, in dem Ausmaß, dass die Widerspenstigkeit des Menschen gegenüber Gott in den Geschichtsbüchern dokumentiert wurde und sogar der Mensch selbst nicht in der Lage ist, einen ausführlichen Bericht über sein rebellisches Verhalten zu geben. Da der Mensch von Satan zutiefst verdorben und von Satan so irregeführt wurde, dass er nicht weiß, wohin er sich wenden soll. Sogar heute verrät der Mensch Gott immer noch. Wenn der Mensch Gott sieht, verrät er ihn. Und wenn er Gott nicht sehen kann, so verrät er ihn ebenfalls. Es gibt sogar diejenigen, die ihn immer noch verraten, nachdem sie Gottes Flüche und Gottes Zorn erlebt haben. Und so sage ich, dass der Verstand des Menschen seine ursprüngliche Funktion verloren hat und dass auch das Gewissen des Menschen seine ursprüngliche Funktion verloren hat. Der Mensch, auf den ich schaue, ist ein wildes Tier in menschlichem Gewand. Er ist eine giftige Schlange und ungeachtet dessen, wie bemitleidenswert er vor meinen Augen zu erscheinen versucht, werde ich ihm gegenüber niemals barmherzig sein, da der Mensch kein Verständnis für den Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, für den Unterschied zwischen Wahrheit und Unwahrheit hat. Der Verstand des Menschen ist so betäubt, jedoch wünscht er sich immer noch, Segnungen zu erlangen. Seine Menschlichkeit ist so unedel, dennoch wünscht er sich immer noch, die Souveränität eines Königs zu besitzen. Wessen König könnte er sein, mit einem Verstand wie diesem? Wie könnte er mit solch einer Menschlichkeit auf einem Thron sitzen? Der Mensch kennt in der Tat keine Scham. Er ist ein arroganter Kerl. Für diejenigen unter euch, die Segnungen erlangen möchten, schlage ich vor, dass ihr zuerst einen Spiegel findet und dann auf euer eigenes hässliches Abbild schaut. Hast du das Zeug, ein König zu sein? Hast du das Gesicht von jemandem, der Segnungen erhalten könnte? Es gab nicht die geringste Veränderung an deiner Disposition und du hast keine der Wahrheiten in die Praxis umgesetzt,
Dennoch wünschst du immer noch ein wunderbares Morgen. Du täuschst dich selbst. Die Worte des allmächtigen Gottes sind so praktisch. Jedes Wort ist real. Sie offenbaren die Niedertracht in unserem Glauben und unsere sich Gott widersetzende Natur. Wir glaubten, Opfer zu bringen, zu leiden und einen Preis für Gott zu zahlen. Fromm und gehorsam gewähnen wir Gottes Anerkennung. Aber durch das Urteil der Worte Gottes denken wir über uns nach und sehen, dass unsere Opfer unrein waren, wir nur auf Segnungen zielten. Wenn Gott uns mit einem friedlichen Leben segnet, unterwerfen wir uns ihm und arbeiten für ihn. Wenn sich allerdings Schmerz und Unglück anbahnen, dann beschuldigen wir Gott, uns nicht zu beschützen und hören auf, für ihn zu arbeiten. Wir stellen fest, dass wir mit Glaube und Opfern ein Geschäft mit Gott machen wollten, um Gnade und Segen zu erpressen. Das ist Betrug und die reinste Ausnutzung Gottes. Das ist egoistisch und durchtrieben. Ohne Gewissen und Vernunft können wir nicht als Menschen gelten. Schmutzig und verdorben glauben wir, berechtigt zu sein, sein Reich zu betreten. Das ist schamlos und völlig unvernünftig. Gottes Worte des Gerichts und der Offenbarung zeigen seine gerechte, heilige und unantastbare Disposition und dass Aufrichtigkeit und Hingabe Gottes Anforderungen sind. So unrein zu glauben und seine Pflicht zu erfüllen, heißt, sich Gott zu widersetzen, und das ist abscheulich für ihn. Gott erkennt diese Art von Glauben nicht an. Durch das Urteil von Gottes Worten und indem sich Gott mit uns viele Male befasst und uns prüft, erkennen wir die Wahrheit über unsere Verdorbenheit, hassen uns aufrichtig, empfinden Bedauern und werfen uns in Reue vor Gott nieder. Wir können Gottes Gerechtigkeit erkennen und dass er unser Herz sowie unser Denken sieht, uns genau kennt. Dann sind wir überzeugt und entwickeln Ehrfurcht vor Gott. Unser Blickwinkel auf den Glauben verändert sich. Wir gehen mit größerer Reinheit an unsere Pflichten heran und wir sind glücklich, die Pflicht eines geschaffenen Wesens zu erfüllen, unabhängig davon, ob Gott uns segnet, ob wir die Segnungen des Königreiches empfangen. Wenn wir gesehen haben, was wir wirklich sind, sind wir nicht mehr so arrogant wie früher. Wir werden vernünftig in Wort und Tat, suchen die Wahrheit und unterwerfen uns ihr. Das stellt Gottes Gericht und Züchtigung dar, wodurch unsere Verderbtheit gereinigt und verändert wird. Jene, die Gottes Werk erlebten, wissen wirklich, wie praktisch tatsächlich sein Werk des Gerichts der letzten Tage ist und wie es die Menschen reinigt und rettet. Ohne dieses Gericht und ohne dieses Zurechtstutzen würden wir unsere eigene Verdorbenheit niemals erkennen, sondern stecken bleiben in einem Leben aus endlosem Sündigen und Beichten. Überzeugt, wir könnten in Gottes Königreich eintreten, weil wir Gottes Zustimmung haben. Das ist wirklich töricht und erbärmlich. Dank Gottes Gericht sind wir in der Lage, uns tatsächlich zu kennen. Wir begreifen Wahrheiten und unsere Dispositionen werden gereinigt und verändert. Das ist unglaublich befreiend. Denn Gottes Gericht und Züchtigung geben uns so viel. Darin zeigt sich Gottes echte, aufrichtige Liebe zu uns, seine größte Rettung. Der allmächtige Gott begann vor 30 Jahren die Wahrheit auszudrücken und sein Werk des Gerichts zu tun. Er hat eine Gruppe von Überwindern vor den Katastrophen geschaffen. Diese werden Erstlinge genannt. Damit erfüllt sich die biblische Prophezeiung. Und sie folgen dem Lamme nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lamm. Gottes auserwähltes Volk erfuhr sein Gericht und seine Prüfungen. Ihre verdorbenen Gemüter wurden gereinigt. Sie sind endlich frei von den Mächten Satans. Sie unterwerfen sich Gott und verehren ihn und empfangen Gottes große Rettung.
Ihre Zeugnisse sind in Filmen festgehalten und die Videos stehen alle online. Sie bezeugen das Urteilswerk Gottes in den letzten Tagen und lassen keinen Zweifel in den Herzen der Zuschauer. Das Evangelium des Königreichs des allmächtigen Gottes hat sich weltweit verbreitet. Gottes auserwähltes Volk verbreitet überall seine Worte. Wir erleben die Ausbreitung des Evangeliums des Königreichs. Offensichtlich ist das Werk des Gerichts, beginnend mit dem Haus Gottes, erfolgreich. Gott hat Herrlichkeit erlangt, Satan besiegt. So wie der allmächtige Gott sagt: Gott verrichtet das Werk des Urteils und der Züchtigung, damit der Mensch Kenntnis von ihm erlangen kann und um seines Zeugnisses willen. Ohne sein Urteil über die verderbte Disposition des Menschen könnte der Mensch möglicherweise seine gerechte Disposition nicht kennen, die kein Vergehen duldet. Und noch wäre der Mensch imstande, seine alte Kenntnis von Gott in eine neue umzuwandeln. Um seines Zeugnisses und um seiner Führung willen macht er seine Gesamtheit öffentlich und ermöglicht somit dem Menschen, durch sein öffentliches Erscheinen zu Gottes Kenntnis zu gelangen, in seiner Disposition verwandelt zu werden und für Gott ein überwältigendes Zeugnis abzulegen. Die Verwandlung der Disposition des Menschen wird durch verschiedene Arten von Gottes Werk erreicht. Ohne solche Veränderungen in seiner Disposition wäre der Mensch unfähig, Zeugnis für Gott abzulegen und Gottes Herz zu entsprechen. Die Verwandlung der Disposition des Menschen bedeutet, dass der Mensch sich von Satans Knechtschaft und dem Einfluss der Dunkelheit befreit hat und wahrhaftig zu einem Modell und einem Exemplar von Gottes Werk geworden ist, ein wirklicher Zeuge von Gott und jemand, der Gottes Herz entspricht. Heute ist der menschgewordene Gott gekommen, um sein Werk auf Erden zu verrichten, und er verlangt, dass der Mensch Kenntnis von ihm, Gehorsam ihm gegenüber und Zeugnis für ihn erlangt, um sein praktisches und normales Werk zu kennen, all seinen Worten und all seinem Werk zu gehorchen, die nicht im Einklang mit den Auffassungen des Menschen sind, und Zeugnis abzulegen für all das Werk, das er verrichtet, um den Menschen zu retten, sowie für alle Taten, die er durchführt, um den Menschen zu erobern. Diejenigen, die für Gott Zeugnis ablegen, müssen Gotteskenntnis haben. Nur diese Art von Zeugnis ist richtig und wahr, und nur diese Art von Zeugnis kann Satan beschämen. Jene, die in der Lage sind, während Gottes Werk des Gerichts und der Züchtigung in den letzten Tagen standzuhalten, das heißt, während des letzten Werks der Reinigung, werden diejenigen sein, die gemeinsam mit Gott in die endgültige Ruhe eintreten werden. Daher werden all jene, die in die Ruhe eintreten, sich von Satans Einfluss befreit haben und von Gott erlangt worden sein, nachdem sie sich seinem letzten Werk der Reinigung unterzogen haben. Diese Menschen, die schließlich von Gott erlangt worden sind, werden in die endgültige Ruhe eintreten. Der wesentliche Zweck von Gottes Werk der Züchtigung und des Gerichts ist, die Menschheit zu reinigen und sie für ihre endgültige Ruhe vorzubereiten. Ohne eine solche Reinigung könnte niemand unter der Menschheit seiner Art nach in verschiedene Kategorien eingeteilt werden oder in die Ruhe eintreten. Dieses Werk ist der einzige Weg der Menschheit, um in die Ruhe einzutreten. Das ist alles, was wir heute für dich haben. Wenn du Fragen hast, hinterlasse uns gern einen Kommentar. Besuch uns wieder, um Hilfe und Führung zu erhalten. Also bis zum nächsten Mal.